Today I have an interesting fact for you. Willkommen zu Speed Learning English. Mein Name ist Sven Frank und heute geht es um den Satz I have an interesting fact for you. Ich habe eine interessante Neuigkeit, eine interessante Tatsache, einen interessanten Fakt für dich. Wenn du zum Beispiel mit jemandem in Verhandlung bist und du sagst, well, if you believe that you can push Germans with your American attitude of leading a company, then I have an interesting fact for you. Und dann erklärst du ihm, warum das hier so nicht funktioniert. Oder, well, if you believe that our product is not up to date, then I have an interesting fact for you. Oder, if you really believe that you can convince somebody who works in China with good English conversation, then I have an interesting fact for you. I have an interesting fact for you bedeutet, jetzt kommt etwas, das du noch nicht kennst, aber mit dieser Information wirst du die Entscheidung, die ich dir vorschlage, leichter treffen können. I have an interesting fact for you. In der Videobeschreibung findest du den Link zu meinem kostenlosen E-Book Fremdsprachen lernen in 100 Stunden. Einfach draufklicken und dann nochmal Gas geben. Bis zum nächsten Mal. Cheers, mate.